In Italien wird der Internationale Frauentag traditionell mit einem Generalstreik begangen. Tausende gingen auf die Straße, um eine wirksamere Politik gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung und Gewalt zu fordern. Eine Demonstration, zu der die meisten Gewerkschaften aufgerufen hatten. In Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, sind Hunderte von Frauen auf die Straße gegangen, um gegen häusliche Gewalt und die Ungerechtigkeit zu protestieren, unter der sie leiden. Ihre klare Botschaft: Wir marschieren, wir feiern nicht. Es ist Zeit für Gerechtigkeit, war der Slogan des Marsches heute in Podgorica in Montenegro. Bürgerinnen und Bürger sowie Nichtregierungsorganisationen versammelten sich, um ein Ende der Diskriminierung, Marginalisierung und Verharmlosung von Frauen zu fordern. Auch in Afghanistan hat eine Gruppe von Frauen gegen die vom Taliban-Regime auferlegten repressiven Einschränkungen protestiert. Ihre klare Botschaft: Nein zur Geschlechterapartheid.